Guten Morgen, es ist jetzt Freitag und zwar der 3. April müsste es sein. Ich habe hier einen Kalender hängen, genau, der 3. April. Und ich hatte ja letztes Wochenende schon ein bisschen gevloggt. Leider ist das Video immer noch nicht online, das muss ich jetzt heute unbedingt hinbekommen, denn sonst ist es ein bisschen blöd, dass quasi alles so super verzögert dann online kommt. Ich weiß auch nicht, ich bin da... Was ist da draußen los? Ich bin da irgendwie momentan ein bisschen arg hinterher. Ich weiß auch nicht, diese ganze Zuhause bleiben und zu Hause arbeiten und dann irgendwie auch nur zu Hause nichts tun. Ich habe hier gerade die Fenster auf, deswegen könnt ihr einiges draußen hören. Ich hoffe, es geht jetzt besser. Oh, meine Nase noch juckt. Ist auch schön. Ich bin auch jetzt gerade vor ein paar Minuten erst aufgestanden. Es ist Viertel vor acht, glaube ich. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ja, dieses ganze Zuhause bleiben und irgendwie kaum irgendwas tun, obwohl ich ja ein introvertierter Mensch eher bin und eher auch öfter zu Hause bleibe. Ja, ist es jetzt momentan, also es ist jetzt die 3. Woche, doch ein bisschen anstrengend. Also nicht unbedingt anstrengend, aber ich merke, wie es auf mein Gemüt geht und wie ich dann halt auch fauler werde. Und ja, das nervt mich alles. Also ich reg mich dann über mich selbst auf, aber ja. Ich meine, wenigstens das Arbeiten klappt gut, da bin ich ja, motiviert jetzt nicht unbedingt, aber trotzdem, da bin ich auf jeden Fall so, dass ich zur relativ gleichen Zeit anfange und auch mein Ding durchziehe und es nicht schleifen lasse oder hier zu Hause irgendwas anderes mache. Also da bin ich ziemlich zielstrebig. Ist das das richtige Wort? Auf jeden Fall, da klappt's, aber in anderen Teilen eher nicht so. Vor allem stört mich halt auch sehr, dass ich mir ja 2 Upload-Termine eigentlich vorgenommen hatte für meine Videos und irgendwie hat es auch nicht so gut geklappt. Ja, ich hoffe, dass ich da irgendwie doch ein bisschen besser wieder reinkomme. Ich wollte eigentlich die Zeit auch nutzen, um mehr hochzuladen. Ja, es nervt mich alles über mich selbst, aber was soll ich machen? Ich will jetzt einfach nur versuchen, es irgendwie ein bisschen besser zu machen und hoffe, dass ich das jetzt zumindest an diesem Wochenende mal ein bisschen anfangen kann. Ja. Ich mache mir jetzt einen Kaffee, das ist unbedingt notwendig und dann geht es auch direkt ans Homeoffice. Aber ich wollte jetzt heute Morgen schon mal das erste Intro machen. Werde dann endlich in der Mittagspause auch mal probieren, das Video zu bearbeiten von letztem Wochenende. Und dann habe ich vor, heute Abend auch noch ein paar weitere Videos zu drehen. Und endlich möchte ich auch mal wieder ein ASMR-Video machen. Es ist halt technisch immer ein bisschen anstrengender und irgendwie muss man das sehr viel ja, rumprobieren, bis halt die Tonspur des Mikrofons zu der Spur vom Video passt. Und ja, ich hatte manchmal das Gefühl, dass das irgendwie nachhinkt und dann... Ich weiß auch nicht, es war alles irgendwie ein bisschen blöd und kompliziert auch. Also ich weiß halt nicht, ob es einfach an meinem Laptop liegt oder I don't know. Auf jeden Fall möchte ich das jetzt nochmal probieren, weil ich habe gesehen, ich habe seit letzter Woche Juni, nee, nicht letzter Woche, letztem Jahr Juni nichts mehr hochgeladen. Und das ist ja... schrecklich. Also es tut mir auch echt leid für die, die hier von diesem Kanal auf den ASMR-Kanal gekommen sind und mir auch so liebe Kommentare hinterlassen haben. Ich habe gestern noch mal ein bisschen reingeschaut. Ich habe den total stiefmütterlich behandelt und das kann ja nicht sein. Also sorry. Ich probiere jetzt mein Bestes, dass das wieder einigermaßen klappt, aber ich weiß nicht, ob ich mir da einfach auch zu viel vornehme. Also gerade Vollzeit arbeiten, ob es jetzt von zu Hause aus etwas angenehmer ist, weil ich die Fahrtzeiten nicht mal habe, sei jetzt mal dahingestellt, aber manchmal verlangt der Job halt doch auch mehr als 40 Stunden in der Woche von einem ab. Jetzt momentan ist eigentlich eher eine ruhigere Phase, aber trotzdem, es ist sehr viel ab und an los, das so ein bisschen auch aufs Gemüt schlägt. Ich glaube, das ist einfach normal in so einem Job. Vielleicht bin ich da halt auch einfach ein bisschen anfälliger für, aber
Dann zusätzlich noch den Bücherkanal und noch ein Zweitkanal, ich hätte jetzt fast Drittkanal gesagt. Also ich habe super viel Lust dazu, das ist es nicht. Also ich liebe meine Kanäle, weshalb es mich halt auch so stört, dass ich jetzt nicht dazu komme oder irgendwie mir nicht in den Hintern trete, da was meine Hobbys angeht, auch ein bisschen mehr voranzugehen. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt schon am Morgen so viel reden kann. Vielleicht fehlen mir einfach Leute, mit denen ich reden kann, außer halt die Kollegen und meinem Freund. Ja, jetzt wird auf jeden Fall probiert, da ein bisschen was zu machen und los geht's mit dem Schaffe-Schaffe Häusle baue und dann Kaffee noch holen und ja. Ich melde mich auf jeden Fall später, beziehungsweise vielleicht jetzt gleich auch nochmal, weil ich euch ja auch noch zeigen würde gerne, was ich denn so lese. So, willkommen zu meinem wirklich unordentlichen Schreibtisch, aber ich bin jemand, der tatsächlich mit Chaos trotzdem gut arbeiten kann. Vielleicht habe ich das auch einfach in den, ja, jetzt fast 28 Jahren meines Lebens einfach ganz gut gelernt, weil ich irgendwie nie so der besonders ordentlichste Mensch war. Ich muss aber auch sagen, es ist viel besser geworden, als ich ein Teenie oder seit ich ein Teenie war. Ich werde hier jetzt gerade mal alles zum Anfang bringen und dann euch währenddessen noch die Bücher zeigen, die ich jetzt lesen werde. Ich habe hier auf jeden Fall meinen unbedingt notwendigen Kaffee. Und die Bücher, die ich jetzt momentan lese, sind zum einen ein englisches Buch. Immer noch There's Someone Inside Your House. Ich glaube, da habe ich euch letztes Wochenende schon ein bisschen drüber erzählt. Ich muss auch sagen, dass ich momentan weniger zum Lesen komme, weil mein Freund und ich tatsächlich mehr machen. Ist auch sehr schön und natürlich auch irgendwo klar, weil wir die Einzigen sind, die hier in diesem Haushalt miteinander interagieren können und er halt auch der Einzige ist, der mit mir interagieren kann, weil ich halt wirklich zu Hause bleibe. Er geht ja noch zur Arbeit, bei denen geht das nicht anders. Und ja, deswegen, aber ich bin trotzdem ein kleines Stück vorangekommen. Ich bin immer noch nicht bei der Hälfte, aber ich bin jetzt auf Seite 98. Ich wollte gestern eigentlich mindestens die 100 knacken, aber dann bin ich einfach fast todmüde ins Bett gefallen. Und wir haben gestern auch Germany's Next Topmodel geguckt. Schaut ihr das auch? Ich finde die aktuelle Staffel irgendwie ziemlich schrecklich. Es wird immer trashiger und zugleich auch gefühlt von den Aufgaben her immer extremer und ich weiß halt nicht, ob das dann tatsächlich so ist, wie Topmodels wirklich interagieren müssen. Naja, so, ich tue jetzt meine E-Mails mal starten und jetzt sehe ich noch weißer aus als eigentlich und muss auch meinen VPN noch einrichten. Das zweite Buch, das ich höre, ist ein Hörbuch. Und zwar ist das Scythe, der dritte Teil. Passt sehr gut, dass hier dieses Lesezeichen mit dem Totenkopf ist. Da bin ich jetzt so weit gekommen. Ich bin bei Seite 87. Ich glaube, immerhin noch ein bisschen weiter. Also da hole ich jetzt auch ganz gut auf. Ich meine, es ist super, super fett. Und ich finde es sehr schade, dass ich jetzt im März nicht so viele andere Bücher noch hinbekommen habe. Das ist ja eigentlich noch beides vom März, die Bücher. Aber ja, ich werde jetzt natürlich noch, das will ich heute zum Beispiel auch machen, dann ein Want-to-Read-Stapel für den April abdrehen oder halt dieses Shop My Bookshelf, weil ich dieses Format sehr gerne mag und auch das Gefühl habe, dass ihr das ganz gerne mögt. Ja, also ich finde es schade, dass ich im März dann nicht ein bisschen mehr gelesen habe, aber ich habe ja dafür eine Challenge gemacht, die Richtung Manga und Comics ging. Da habe ich einen sehr, sehr langen Vlog drüber gedreht, der mich Stunden beansprucht hat zum Editieren und gefühlt haben den ja nicht so viele geguckt. Wahrscheinlich hat die Länge einfach abgeschreckt, aber naja. Es war viel Arbeit für gefühlt relativ wenig, aber es hat Spaß gemacht und das ist die Hauptsache.
Ja, so. So viel dazu. Hörbuch kann ich tatsächlich ganz gut während der Arbeit hören. Also ich habe es ja auch schon mal in meinem Homeoffice-Video gesagt, dass ich halt in einem, ich bin Marketingmanagerin und arbeite in einem Online-Spieleunternehmen. Und ich bin halt mit meinen Kollegen dafür zuständig, Kampagnen für diese Spiele zu machen, hauptsächlich auf Facebook und Google. Und gerade wenn ich diese Kampagnen anlege, dann ist es halt sehr oft Copy und Paste und relativ stupide Arbeit. Aber sie muss halt eben gemacht werden. Und dann kann ich Hörbuch hören oder Musik. Wir sind da generell sehr umgänglich im Büro und eben generell auch in der Firma. Es ist ein sehr familiäres Unternehmen, das trotzdem aber auch sehr. Also es ist sehr, sehr stark gewachsen, aber es hat so ein bisschen sein Startup-Flair behalten und das mag ich sehr, sehr gerne. Ja, und deswegen hat da niemand ein Problem damit. Bei meinem Freund zum Beispiel ist es verboten, dass man Kopfhörer im Ohr hat. Das wäre jetzt nichts für mich, weil mir hilft es halt auch sehr, mich zu konzentrieren. Manchmal höre ich tatsächlich auch ASMR-Videos während der Arbeit, weil ich finde, dass es da auch sehr viele gibt, die einem beim Konzentrieren helfen und mich dann nicht einschläfern. Ja, so viel dazu. Ich habe jetzt sehr, sehr viel gequatscht. Jetzt muss ich mal hinne machen. Ich denke, ich habe alles jetzt so dazu gesagt. Und ja, ich wollte noch sagen, dass natürlich dann, wenn ich Sachen mache, wo ich mich ausschließlich darauf fokussieren muss, dass ich dann natürlich kein Hörbuch höre oder Musik, das ist natürlich klar. Wobei Musik dann vielleicht ein bisschen besser ginge, als jetzt, wenn mir jemand was voll labert, auf gut Deutsch. Aber ja, so viel dazu. Ich muss mich jetzt hier mal anmelden und loslegen. Und dann melde ich mich spätestens in der Mittagspause, allerspätestens heute Abend natürlich wieder. So, Mittagspause und nur noch 4 Stunden Arbeit vor mir, beziehungsweise sogar ein bisschen weniger, weil ich die Woche über ein bisschen mehr gearbeitet habe. Ich habe mir jetzt eine Kürbiscremesuppe von Knorr aufgewärmt. Bin ich jetzt mal gespannt, wie die so schmeckt. Sie sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus, finde ich. Ich bin gespannt. Ich denke, ich werde da noch dazu ein Brötchen oder sowas essen. Mal gucken. Gestern hatte ich von Little Lunch eine Tomatensuppe und die hat mir so gut geschmeckt, dass ich direkt da mal ein bisschen Vorrat bestellt habe. Weil wir gehen alle davon aus und also jetzt nicht nur im Geschäft, ich gehe auch so allgemein und die Leute so um mich rum gehen davon aus, dass das alles noch ein bisschen länger als bis Ostern geht. Und deswegen habe ich mir da ein bisschen Vorrat bestellt, weil in der Mittagspause habe ich jetzt irgendwie nicht so groß Lust, da extrem viel zu kochen, weil das natürlich von meiner Zeit dann abgeht und ich will ja auch gemütlich essen und jetzt nachher zum Beispiel auch noch vielleicht dann ein ASMR-Video drehen, weil wenn mein Freund hier ist, dann geht's rund, weil er wieder mit seinen Kumpels am Zocken sein wird. Da kann ich dann natürlich mit dieser Lautstärke kein ASMR-Video drehen, aber das würde ich echt noch ganz gern und heute Abend dann im anderen Raum nebenan, während er hier zockt, da kann ich dann aber immerhin noch ein paar BookTube-Videos drehen. Und vielleicht komme ich ja dazu, noch wenigstens anzufangen mit dem Schneiden des Vlogs von letzter Woche, von letztem Wochenende. Wir werden sehen. Naja, aber das, bevor es jetzt wieder abgekühlt ist, werde ich mir jetzt zu. Man sieht mich kaum, weil ich natürlich gegen das Licht filme. Ist natürlich ein bisschen blöd. Auf jeden Fall werde ich das jetzt essen. Dazu werde ich, glaube ich, das neue Video von Books and Lala gucken. Ich liebe ihren Kanal. Sie ist englischsprachige BookTuberin. Ja, und dann mal gucken. Vielleicht drehe ich tatsächlich noch das Video. Ja, ich habe tatsächlich kein Hörbuch gehört. Das ging jetzt in den letzten 4 Stunden nicht. Da konnte ich jetzt leider, also ich hatte nichts, was irgendwie Richtung einfach nur Copy- und Paste-Aufgaben ging. Aber heute Abend lese ich dann und hoffentlich kann ich euch da ein bisschen darüber updaten. So, die Suppe war ganz gut, aber ich muss sagen, dass mir das von Little Lunch tatsächlich besser geschmeckt hat. Da war, soweit ich das jetzt auch beurteilen konnte, kein Zucker drin.
Und in der jetzt von Knorr halt schon. Deswegen, ja, wenn man es vermeiden kann, sollte man ja nicht zu viel Zucker zu sich nehmen. Momentan esse ich ganz gern mal wieder was Süßes, mache aber auch mehr Sport. Ja, ich meine, Süßes ist jetzt natürlich auch generell nicht so gesund. Nicht nur jetzt aufs Gewicht bezogen, aber ja, trotzdem versuche ich es dann halt dort zu wegzulassen, wo es halt nicht unbedingt sein muss. Ich meine, klar, wenn ich ein Stück Schokolade esse, dann weiß ich natürlich, dass da Zucker drin ist, aber bei so einer Suppe, warum muss da Zucker drin sein? Ja, das waren jetzt ein paar Minuten. Ich gucke jetzt mal, ob irgendwas passiert ist. Das ist halt echt so das Problem für mich im Homeoffice. Ich stelle euch mal wieder dahin. In den Saustall. Dass wenn ich Mittagspause mache, ich gefühlt nicht richtig Mittagspause mache. Also ich nehme mir dann tatsächlich nicht die halbe Stunde, aber dafür mache ich dann ein bisschen früher als manchmal Schluss. Ist natürlich jetzt nicht so das, wie es sein sollte. Gut, es hat sich aber niemand bei mir gemeldet. Immerhin. Ja, sieht gut aus. Okay. Ich mache jetzt noch eine Kleinigkeit und mache dann weiter mit Mittagspause und werde wahrscheinlich wirklich ein Video drehen. Mal gucken, ob ich das in einer halben Stunde fertig bekomme. Aber gut. Wenn ich ein bisschen länger mache, dann hänge ich einfach die Zeit hinten dran. Ich habe jetzt keine Termine, von daher. Es ist jetzt offiziell Wochenende. Ich freue mich sehr. Ja, ich habe mich jetzt vorhin tatsächlich mal noch ein paar Minuten hingelegt, weil mir so furchtbar von innen gefühlt kalt war. Ich habe das einfach jetzt immer öfter, wenn ich Homeoffice mache. Dabei habe ich ja schon was Dickes an, aber naja, wie dem auch sei. Wie ihr seht, bin ich jetzt geschminkt. Da habe ich jetzt halt immer dieses Problem, dass bei meinen Schlupflidern da oben das zurückbleibt. Da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt retten werde, weil ich jetzt eigentlich auch noch vorhabe, zwei, vielleicht drei andere Videos zu drehen. Mal gucken. Ja, ich habe also tatsächlich mein ASMR-Video heute Mittag gedreht in der Mittagspause. Yay! Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil ich jetzt echt wieder den Hype fühle oder halt den Spaß dran fühle. Ich weiß echt nicht, warum ich es aufgehört hatte. Einfach so plötzlich, so bescheuert. Naja. Ja, und bisher habe ich jetzt auch noch nichts gelesen. Ich habe vielleicht 2 Minuten Hörbuch gehört. Dann ist mein Freund aber auch schon nach Hause gekommen und ich habe ihm dann geholfen, die wenigen Lebensmittel, die er noch zusätzlich gekauft hat, weil wir am Samstag ganz gerne, also morgen, ganz gerne grillen möchten. Und seitdem habe ich dann irgendwie nichts mehr gehört vom Hörbuch. Aber ja, wie gesagt, ich habe mich ja dann auch hingelegt. Dann habe ich jetzt eben noch mal kurz mit meinem Bruder und mit meinem Papa auf WhatsApp telefoniert mit der Videofunktion. Das ist ja immer jetzt ganz cool, momentan es zu machen. Und jetzt habe ich gerade eine sneaky Tiefkühlpizza einfach im Ofen. Mein Freund spielt jetzt schon Warzone, also wir machen uns jetzt heute unabhängig voneinander Abendessen. Ich werde natürlich trotzdem bei ihm da dabei sitzen. Ja, ich meine, muss ja auch nicht immer sein und wir essen sonst wirklich immer zusammen. Aber ist ja auch unser Ding. Ich muss mich dafür ja jetzt auch nicht rechtfertigen. Ja, und dann beginnt meine wilde Lesenacht, würde ich mal sagen. Aber wahrscheinlich auch viel mit YouTube und Video editieren. Ich bin mal gespannt, wie viel ich tatsächlich lesen werde. Hallo aus dem Bücherregal. Wie ihr sehen könnt, sehe ich ein bisschen anders aus als vorhin. Ich habe tatsächlich jetzt noch ein bisschen mehr Make-up aufgetragen und 2 Videos für den Bücherkanal noch abgedreht. Ja, heute war irgendwie Shooting Day, wie jetzt, keine Ahnung, irgendwelche krassen Influencer wahrscheinlich sagen würden. Wer weiß. Ja, aber ich mag es ganz gerne. Ich habe ein bisschen rumgespielt mit der Blood Sugar Palette von Treffree Star und ja, mein Freund meinte, es sieht ein bisschen so aus, als hätte ich dir auf die Augen gehauen. Tut es vielleicht tatsächlich ein bisschen, aber ich mag das total gerne, so rote Farben in Kombi mit Blau.
Also mit meinen blauen Augen. Ich finde, das kommt da noch ein bisschen krasser raus, weil ich habe ja so eine komische Mischung. Ich komme mal ein bisschen näher. Also es ist jetzt nicht unbedingt extrem krass blau, sondern da ist auch ein bisschen grün und grau drin. Es kommt immer so ein bisschen aufs Licht an. Ich glaube, jetzt gerade ist tatsächlich sehr viel blau. Toll. Schöner Vorführeffekt. Aber ja, ich habe jetzt meinen Lesemonat abgedreht und mein Want to Read. Eigentlich hätte ich noch ganz gerne Neuzugänge-Video abgedreht, aber es ist jetzt schon 11:30 tatsächlich und nee, das machen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall ist mein Vlog von letztem Wochenende jetzt auch endlich live. Yay! Es wird also. Gelesen habe ich auch ein paar wenige Seiten, aber jetzt natürlich nicht so super viel. Und da die Tür offen ist, hört man meinen Freund im Hintergrund zocken. Der ist jetzt nämlich im anderen Raum. Also wenn ihr da irgendwas hört, jetzt wisst ihr, was es ist. Und ich überlege, ob ich jetzt ein neues Buch anfangen soll. Ich stelle ich jetzt hier mal ab oder nicht. Ich habe hier meinen Stapel. Oh, das ist natürlich jetzt blöd in dem Licht, ne? Machen wir das Ding mal aus. So, besser, oder? Ein bisschen wenigstens. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie Bock, was anderes anzufangen, weil so richtig auslasten oder unterhalten tut mich jetzt There's Someone Inside Your House nicht so wirklich. Also ich bin da jetzt auf Seite 108 und natürlich werde ich es auch weiterlesen, weil es ist jetzt nicht unbedingt so schlecht, dass ich es abbrechen würde. Aber ja, schauen wir mal. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall bettfertig machen und mich abschminken. Es wird jetzt wahrscheinlich wieder ewig dauern. So nach den fast 3 Wochen, außer so mal ganz kurz mit Make-up, aber sonst ohne, wird es, glaube ich, interessant werden. Wir werden das sehen. Ja, aber das ist jetzt mein kurzes Update. Ich denke, ich melde mich dann einfach morgen wieder bei euch, was da so ansteht und wie viel und was ich noch gelesen habe. Ja, genau. Ja, es ist jetzt Samstag und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wohin der Tag eigentlich jetzt schon hingegangen ist, weil es ist schon kurz vor 6 abends. Okay, ich komme gleich. Und wir grillen jetzt auch gleich, also ich muss mich jetzt beeilen. Ich habe auf jeden Fall ein kleines bisschen Hörbuch gehört, bin minimal weitergekommen, aber das meiste werde ich jetzt später lesen, wie ihr seht, weil ich duschen, weil ich vorhin auch eine Stunde joggen war, also immer mal ein bisschen joggen und dann laufen. Ganz kann ich eine Stunde natürlich nicht durchziehen, aber immerhin. Und ja, jetzt geht's gleich essen, wir grillen, habe ich das schon gesagt, ich hoffe. Also da gehe ich jetzt dann direkt los. Ich wollte nur noch schnell ein kleines Update zu heute liefern, aber später kommt dann hoffentlich noch ein bisschen mehr. So, das war super, super lecker. Ich hatte so vegetarische Würstchen mit Käse gefüllt und Grillkäse, aber es war viel zu viel. Aber ja, wir hatten dann noch Gemüse und alles und mein Freund hatte ganz viel Fleisch. Ja, ich versuche ja ein bisschen auf Fleisch auch mehr oder weniger zu verzichten. Ab und an esse ich es natürlich doch, weil ich es dann versucht zu genießen, aber ich merke halt auch, wie viel weniger ich das auch gerne esse momentan. Weiß nicht, ob es nur eine Phase ist, aber es geht jetzt eigentlich auch schon relativ lang, also mal gucken. Wir trinken jetzt draußen dann gleich noch gemütlich ein Aperol und lassen es uns gut gehen und dann kann das Abendprogramm beginnen. Ich wollte euch aber noch das hier zeigen, denn ich habe jetzt eine Nintendo Switch bestellt, tatsächlich. Und Animal Crossing und Zelda Breath of the Wild, wie ich das ausgesprochen habe, sind jetzt tatsächlich schon erschienen. Aber die Switch natürlich noch nicht. Ja, jetzt habe ich 2 Spiele, ohne sie spielen zu können. Klasse, aber egal, was soll's. Ja, das wird jetzt gemütlich, ich freue mich sehr drauf. Hier ist der Aperol und daneben auch noch der meines Freundes. Hier sind beide und die trage ich jetzt raus und dann wird es schön gemütlich. Wieso fokussiert es nicht? Ja, die Bio-Mülltüte ignorieren wir jetzt einfach mal.
So, jetzt ist wieder einige Zeit vergangen. Ich habe jetzt ziemlich lange damit verbracht, zum einen mit einer Freundin zu telefonieren über FaceTime. Dann habe ich meinen Onkel noch angerufen. Das hat, glaube ich, alles zusammen eine Stunde gedauert. Vorher saßen ja mein Freund und ich dann noch auf dem Balkon oder beziehungsweise auf der Terrasse. Und dann habe ich jetzt tatsächlich mein ASMR-Video bearbeitet, was auch ziemlich lange gedauert hat, weil es halt immer aufwendiger ist. Ja, und da war jetzt leider manchmal so ein statisches Rauschen irgendwie im Mikrofon dabei. Total bescheuert. Ich habe es jetzt so gut es ging rausgeschnitten. Ich hoffe, das passt jetzt einigermaßen. Das muss jetzt auch noch mal 1,5 Stunden rendern. Das habe ich irgendwie nicht bedacht, weil ich es jetzt ja so um die Uhrzeit ganz gerne schon hochladen würde. Aber okay, dann kommt es jetzt halt, sobald es fertig ist, direkt live. Und ja, eigentlich wollte ich ja ganz gerne noch ein bisschen Puzzle oder Diamond Painting oder sowas machen, während ich Hörbuch höre. Ich meine, das kann ich jetzt theoretisch immer noch machen, aber ich glaube, ich lese dann jetzt doch lieber in meinem Buch weiter. Wo ist es? Hier. There's someone inside your house. Irgendwie habe ich da jetzt plötzlich Bock drauf. Mal gucken, wie lange das anhält. Vielleicht mache ich tatsächlich noch ein bisschen Diamond Painting. Es hat mich jetzt auch jemand im letzten Vlog gefragt, ob ich mal euch meine ganzen Diamond Paintings zeigen kann. Ich habe eigentlich nur zwei und eins jetzt eben angefangen. Aber natürlich kann ich das gerne machen. Da drehe ich euch jetzt gleich rum und zeige die euch. Und wenn ich dran denke, kann ich die euch gerne verlinken, die ich mir gekauft habe. Aber da das halt auch wieder beim großen A ist und das momentan halt so schon ein Thema mit diesem Konzern ist. Ja, ich weiß es nicht. In dieser Situation, dass viele neue Bücher gar nicht mehr bei ihnen reinkommen, dass sie sich konzentrieren auf wichtige Lebensmittel und dass die schneller geliefert werden an andere oder halt wichtige Produkte. Das macht für mich Sinn, also dieser Teil, nicht der mit den anderen Büchern. Aber es ist halt für alle anderen, die darauf angewiesen sind, dass Amazon die Produkte vertreibt und halt auch richtig und schnell liefert und alles, dass die Kunden zufrieden sind. Das ist halt dann irgendwie super schwierig. Und gerade so ein großer Konzern wie Amazon, ich weiß halt nicht, ob man da nicht vielleicht irgendwie anders hätte vorgehen können, aber ja, ich stecke nicht drin. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen erkundigt und meine, also ich bin eigentlich nie zu einer kleinen Buchhandlung gegangen. Auch hier Asche über mein Haupt, ich weiß, ich bin da kein gutes Vorbild, weil ich halt auch so oft dort bestelle, gerade weil die englischen Bücher halt auch innerhalb von wenigen Tagen früher immer da waren und günstiger waren. Ja, weiß nicht. Also, ich bin da echt so hin und her gerissen und ich weiß, ich sollte kleine Buchhandlungen auch mehr unterstützen, gerade dadurch, dass ich halt diesen kleinen, aber feinen Kanal habe und da vielleicht irgendwo auch ein bisschen Vorreiterstellung oder sowas einnehmen sollte. Aber ganz ehrlich, es hört sich total bescheuert an, ist ignorant und naiv und ja. Keine Ahnung, mir fällt kein anderes Wort mehr ein dazu, aber ich bestelle halt einfach oft bei Amazon. Ja, so ist es eben. Womit ich darauf überhaupt hinaus wollte, ist, dass ich mich dann vielleicht gar nicht so gut fühle, jetzt die Sachen, die ich da bestellt habe, zu verlinken bei Amazon. Wenn ich sie überhaupt noch finde, ich weiß gar nicht, ob das jetzt vorrätig ist noch, dann werde ich es tun, aber ich versuche da jetzt ein bisschen bei den nächsten Videos mich zurückzuhalten und halt mal gucken, ob ich da gerade was Bücher angeht, vielleicht dann auch mal die Verlagsseiten oder sowas verlinke. Keine Ahnung. Könnt ihr mir auch gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Ich würde jetzt gerne diesen Kommentar auf einem positiveren, ja, ich hätte jetzt den Kommentar gern irgendwie ein bisschen positiver enden lassen, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht wie. Wie gesagt, wir können uns da gerne in den Kommentaren dazu unterhalten. Ich weiß, ich bin kein gutes Vorbild, was das Bestellen auf Seiten angeht. Das weiß ich. Aber ob ich unbedingt immer dran was ändern möchte, muss ich leider auch verneinen. Also, ich
kannst jetzt gerne mal in dieser schwierigen Zeit ausprobieren und mir eine kleine Buchhandlung aussuchen online und da mal bestellen, wenn ich jetzt demnächst ein Buch haben möchte, wobei ich momentan gar nicht mehr so den Drang nach neuen Büchern verspüre, was ich auch sehr gut finde. Ich bestelle jetzt momentan eher andere Sachen. ja, so sehe ich das. Und ich hatte da auch schon öfter Diskussionen und Kommentare, die alle natürlich auch nicht böse gemeint waren, zu diesem Thema. Deswegen wollte ich es jetzt einfach mal ansprechen. Es ist halt einfach meine Meinung oder meine Einstellung zu dem ganzen Thema. Ja, okay. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall meine Diamond Paintings. Darauf wollte ich hinaus. So, hier hatten wir auf jeden Fall das, das ich schon ziemlich gut weit gebracht habe. Also das sieht so aus. Es ist ein Galaxie Diamond Painting Bild. Und ich weiß auch nicht, ich finde es einfach super entspannend, wenn man dazu dann halt ein Hörbuch hört oder Musik und diese kleinen, aber feinen Fake-Diamanten. Wenn es jetzt fokussieren würde, könnte ich es euch zeigen. So vielleicht einigermaßen, ich weiß es nicht. Geht das so ein bisschen? Also es sind wirklich so ganz kleine, runde Steinchen. Hier in diesem Fall ist es jetzt rund. Ich habe das auch schon oft eckig gesehen. Und sie schimmern dann halt schön. Und wenn man die einzeln dann da rein macht, ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie sehr entspannend und cool und macht mir ganz, ganz viel Freude und Spaß. Und da habe ich jetzt halt noch hier so ein bisschen was zu tun, so dieser Bereich. Dann bin ich damit fertig. Ich habe hier oben auch schon angefangen. Ja, und das habe ich für wirklich sehr günstiges Geld beim großen A bestellt. Kam aus China und hat nicht viel Geld gekostet. Ja. Und dieses Set hier habe ich auch noch extra bestellt. Das ist so ein Lichter, so eine Lichtermatte. Da muss man eigentlich dann auch noch ein Kabel dran machen. Und zwar hier an der Seite. Und dann kann man das halt anmachen und es leuchtet und so sieht man viel besser, welche Diamanten oder diese Steinchen man da drauf machen muss. Dann war noch dieses Set hier dabei, das fand ich sehr, sehr praktisch. Man kann das halt dann, wie ich jetzt, mit Nummern versehen und dann diese kleinen Steinchen reinmachen. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so gut mit einer Hand aufbekomme, doch geht. Es ist dann halt so und da seht ihr dann nochmal die diese Mini-Steinchen. Ja, genau. Und dann war hier noch ganz viel Equipment dabei. Das sind diese Schälchen, wo man dann die Diamanten reinmacht. Und dann habe ich hier so einen Stab, da muss man eben dann in Wachs, das habe ich. Wo habe ich das Wachs? Hier ist ganz viel Wachs und da muss man dann halt das reintunken und kann dann sich halt hier die Steinchen reinmachen und die dann einzeln aufs Bild. Es gibt dann hier auch noch verschiedene andere Utensilien, die hier zum Beispiel, das ist, wenn man dann mehrere Reihen hier so zack aufs Bild machen möchte, dann muss man nicht zu viele einzelne Steinchen verwenden. Und hier, wenn man halt was falsch gemacht hat oder, keine Ahnung, einzelne Steine irgendwie aufsetzen möchte oder so, dann kann man auch diese Pinzette benutzen. Und hier zum Teil in dieser Redbubble-Tüte. Ich liebe übrigens Redbubble. Da haben sie so schöne Sachen, meiner Meinung nach. Wenn ihr die Seite noch nicht kennt, ich würde es euch mal empfehlen, da vorbeizuschauen. Da kann man alles mehr oder weniger personalisieren lassen. Also sich Designs aussuchen, die einem gefallen. Und oh, ja. Ich mag es sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall, da drin habe ich dann mein anderes Diamond Painting. Das ist tatsächlich ein Harry Potter Motiv. Und das Set besteht eben auch aus nochmal Tools, aber das ist halt, wie gesagt, nur der Standard, der mitkommt in einem Paket. Das habe ich ja, wie gesagt, extra bestellt. Dann haben wir hier die ganzen Steinchen.
Da sieht man auch, wie es dann aussieht. Das ist der Patronus. Alles so schwarz, blau und weiß gehalten. Aber ja, ich mag das Design total gerne. Und da ist dann halt, ja, wie gesagt, das Bild. Es ist halt aufgerollt. Ja, das kann ich euch jetzt gar nicht so richtig zeigen, weil da habt ihr jetzt ja nichts davon. Aber ich wollte unbedingt mit dem Galaxie-Motiv anfangen, weil ich so momentan auf diesem Galaxie-Trip bin. Also ich mag halt einfach diese Ästhetik total gerne. Und ich wollte es quasi üben, bevor ich mit diesem Harry Potter-Bild anfange. Diese Steinchen sind übrigens Vierecke. Also ja, da hat man dann tatsächlich so, wie ich es öfter schon gesehen habe. Ja, was ich dann mit diesen Bildern mache, weiß ich noch nicht, weil irgendwie aufhängen möchte ich es jetzt nicht unbedingt. Das Harry Potter Motiv kann man vielleicht doch einrahmen und dann auch zum Bücherregal oder so machen, weiß ich noch nicht. Ja, aber es macht halt einfach Spaß, ist entspannend und finde ich jetzt gerade für diese blöde Zeit das Beste. Ja, so, ich bin jetzt doch selber getriggert worden und glaube, ich höre jetzt doch Hörbuch und mache noch ein bisschen Diamond Painting und später lese ich dann noch. Das ist mein Plan für heute Abend. Mal gucken, vielleicht werde ich euch gleich noch updaten, wenn ich dann morgen wieder. Jetzt ist es 11:45 schon, also nachts natürlich. Ich habe jetzt fleißig Diamond Painting gemacht. Ich zeige euch jetzt nicht, wie weit ich gekommen bin, weil man sieht quasi keinen Unterschied. Dabei habe ich echt lange gemacht. Und es ist jetzt tatsächlich ein neues ASMR-Video von mir live. Ob das jetzt so gut war, das so spät hochzuladen, weiß ich nicht. Aber ich habe eh das Gefühl, dass ich ASMR-Videos später abends hochladen sollte einfach. Weil klar, man die eher zum Einschlafen dann hört. Und keine Ahnung, vielleicht ist da unter der Woche auch besser, weil am Wochenende ist man ja doch ein bisschen ruhiger drauf. Aber klar, Leute, die halt generell Probleme mit dem Einschlafen haben, werden das wahrscheinlich auch am Wochenende haben. Ja, aber ich bin sehr froh und freue mich, dass ich jetzt wieder ein Video hochgeladen habe. Ich werde jetzt vielleicht gleich mal ein bisschen brainstormen und mir überlegen, was man so noch machen könnte. Wenn ihr da Ideen habt, lasst mich die gerne wissen, also welche ASMR-Videos ihr euch thematisch vorstellen könnt. Ich habe leider jetzt noch nicht so super viel Equipment und für mich ist es auch schwierig, sowas mit Greenscreen zu machen, weil ich ein Programm benutze zum Bearbeiten, das das leider nicht unterstützt. Also es ist eh bei mir so eine Stelle, wenn ich da mal viel Geld übrig habe, dass ich mir mal einen neuen Laptop zulege, ein Bearbeitungsprogramm, dass das auch alles kann und richtig gut ist und ja, halt auch mal ein Greenscreen dann tatsächlich oder Hintergründe verschiedene, irgendwie sowas in die Richtung. Aber das ist auf jeden Fall alles für die Zukunft. Ja, aber vielleicht habt ihr ja irgendwie Ideen, was ihr so thematisch trotzdem allem, dass ich das jetzt natürlich nicht so professionell wie manche andere gestalten kann, habt. War das jetzt ein richtiger Satz? Ich weiß es nicht mehr. während ich Diamond Painting gemacht habe, habe ich noch weiter im Hörbuch gehört und ich finde, das sieht doch jetzt schon mal aus, als wäre ich deutlich weiter gekommen. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf Seite 164. Ich hätte jetzt fast 54 gesagt. Ja. So 200 wäre natürlich toll gewesen, aber immerhin. Vielleicht mache ich ja morgen auch noch ein paar Sachen, wo ich dann deutlich mehr hören kann. Wer weiß. Aber ich finde es auch schon wieder super genial. Das zweite Buch fand ich ein bisschen schlechter wie den ersten. Und das dritte finde ich jetzt wieder bisher hervorragend. Also ein wirklich sehr gutes Buch und allgemein, also das zweite war natürlich jetzt auch nicht schlecht, das ist Meckern auf höchstem Niveau, weil die Reihe ist einfach wirklich richtig gut. Neil Schusterman macht es mega gut. Ja, jetzt werde ich mich auf jeden Fall dem Buch There's Someone Inside Your House widmen, hol mir auf jeden Fall auch noch mein Notizbuch
weil ich gerade ganz viele Ideen im Kopf habe und die möchte ich natürlich nicht verfliegen sehen und vor allem möchte ich auch nicht, dass ich mich nicht aufs Lesen konzentrieren kann, weil das passiert dann natürlich auch. Jetzt ist es Sonntag und zwar auch schon 16 Uhr. Wir haben wieder relativ lange geschlafen. Ich glaube so bis 11:30 tatsächlich. Und dann ein spätes, leckeres Frühstück gemacht draußen. Saßen dann wieder ein bisschen draußen rum und haben dann Videos auf YouTube geguckt zu dissoziativer Persönlichkeitsstörung und auch ein bisschen Depression und sowas. Also ja, ernstere Themen, die alle so mit Mental Health und sowas zu tun haben. Ich weiß auch nicht, wie wir beim Frühstück auf das Thema gekommen sind, aber irgendwie ging es halt darum. Und da habe ich meinem Freund halt auch erzählt, dass es da einen YouTube-Channel gibt, der, also Dissociated heißt der, aus Großbritannien. Hier drin ist wieder eine blöde Mücke. Die lenkt mich ein bisschen ab. Ja, und da haben wir halt ein bisschen reingeschaut, weil er das irgendwie interessant fand, als ich darüber erzählt hatte. Und dann haben wir auch was aus Deutschland noch angeguckt und ja, sind dann auch beim Thema Depression hängen geblieben. War jetzt sehr interessant. Also ich finde es einfach wichtig, sich auch über solche Themen zu informieren. Aber es war relativ lange. Und ja, jetzt ist der Tag auch schon fast wieder vorbei. Ja, und dann ist wieder nächste Woche 4 Tage arbeiten. Immerhin ist der Freitag ja frei, weil kein Freitag ist. Und die Woche drauf haben wir dann auch frei. Also Montag ist ja auch eh frei. Aber wir haben uns dann auch noch die restlichen 4 Tage in der Woche Urlaub genommen. Einfach um halt hier auch ein paar Projekte. Da ist die Mücke. Boah, ist die fett. Um so ein paar Projekte voranzutreiben und auch schon mal den ersten Urlaub zu nehmen. Es wird halt zu Hause sein, aber warum nicht? Ja, und ich bin gestern auch ein bisschen in There's Someone Inside Your House weitergekommen. Und zwar bin ich jetzt auf Seite 158, was tatsächlich sogar ein bisschen mehr als die Hälfte ist. Yay, finde ich sehr gut. Und da werde ich später in der Sonne auch noch ein bisschen weiterlesen, weil ich bisher leider noch nichts gelesen habe. Und an Hörbuch werde ich jetzt gleich, weil ich jetzt wieder rausgehe und zwar eine Runde spazieren, werde ich in Scythe weiterhören. Ja, und dann wie gesagt ein bisschen lesen. Später habe ich Bock, vielleicht ein neues Puzzle anzufangen. Ich weiß es noch nicht. Oh, meine Haare. Schrecklich sehen die aus, finde ich gerade. Ich weiß auch nicht. Egal. Ich habe auf jeden Fall jetzt mal wieder eine Jeans an. Hier. Ich habe einfach Bock drauf gehabt und damit gehe ich jetzt ein bisschen spazieren. Wie schon gesagt. Und ja, vielleicht mache ich später noch ein Puzzle, wenn ich Diamond Painting und natürlich lesen. Und ich möchte gerne noch ein Video hochladen für den BookTube-Kanal. Ja, ich habe gestern auch noch ein paar Dinge gefunden für den ASMR-Kanal. Also so ein paar Ideen. Und da habe ich auf jeden Fall Bock, da nächste Woche auch noch ein bisschen weiter zu drehen. Finde ich sehr, sehr toll, dass ich da jetzt wieder ein bisschen mehr Elan habe. Jetzt ist es schon einiges später. Ich musste jetzt hier die Lampe anmachen, weil es ist zwar noch hell draußen, aber irgendwie hier drin nicht so wirklich. Ja, während meines Spaziergangs habe ich ein bisschen in Scythe weitergelesen. Ich meine, das war jetzt nicht wirklich viel. Ich habe ehrlich gesagt auch noch gar nicht weiter geblättert, bis wohin ich gekommen bin. Es war auf jeden Fall jetzt ein bisschen noch weiter im Kapitel. Also das Kapitel war dann zu Ende. Ja, das war sogar noch ein ganzes weiteres Kapitel. Ja, so ungefähr auf 185 bin ich jetzt. Also ein paar wenige Seiten weitergekommen. Und habe jetzt aber auch noch nicht in meinem anderen Buch weitergelesen, weil in die Sonne setzen war dann nicht mehr wirklich. Immerhin habe ich die Sonne jetzt beim Spazierengehen schön genießen können, aber dann war es halt doch irgendwie schon so spät, dass ich dann das Video unbedingt noch bearbeiten wollte. Also mein Lesemonat, der ist jetzt auch endlich live, gerade vor ein paar Minuten. Da freue ich mich sehr, dass ich heute tatsächlich oder jetzt das Wochenende sehr produktiv war, was Videos und YouTube und so anging. Bin ich sehr stolz auf mich tatsächlich.
Ja, und dann war auch Zeit, was zu Abend zu essen. Ich habe so eine Art von Käsespätzle gemacht. Also wir benutzen da tatsächlich immer fertige Spätzle, die man im Supermarkt kaufen kann, kaufen Käse dazu und machen dann halt aber auch immer noch so ein bisschen Gemüse dazu oder jetzt war es Spinat noch. Ja, einfach ein bisschen Variation und einen Salat, sodass man tatsächlich auch ein bisschen was Frisches noch dazu hat und es war echt lecker. Es ist sogar noch was übrig für morgen. Mal gucken, ob mein Freund das dann komplett mitnimmt oder ob für mich auch noch was übrig bleibt. Ja, jetzt werde ich aber endlich weiterlesen und dann euch noch ein abschließendes Update geben, kurz bevor ich zu Bett gehe. Und dann ist leider das Wochenende auch schon wieder vorbei. Immerhin ist ja nächste Woche nur 4 Tage. Das ist sehr gut. Ja, da freue ich mich sehr, dass dann frei ist. Plus für mich und meinen Freund halt auch die ganze nächste Woche noch. Das ist echt cool. Ja, mehr habe ich euch jetzt erstmal gar nicht zu berichten. Ah, doch, eine Sache, die habe ich nicht die ganze Zeit vergessen. Ich habe jetzt auch angefangen, Zodiac zu lesen, aber ich habe da jetzt erst ein Kapitel gelesen, weil jetzt tatsächlich There's Someone Inside Your House recht spannend geworden ist. Und da möchte ich jetzt gerne weiterlesen und gucken, was da noch so auf die Protagonistin zukommt. Ich war jetzt nämlich auch von Zodiac so vom ersten Kapitel nicht so wirklich begeistert. Keine Ahnung. Ich habe mir es ein bisschen mehr, ich weiß nicht, anders halt einfach vorgestellt. Also es wirkt schon so ein bisschen kindisch irgendwie. Mal gucken, ob das noch sich ändert oder ob es jetzt einfach wirklich der Eindruck des Buches ist. Also vielleicht ist es tatsächlich ein Abbruchkandidat. Schauen wir mal. Aber es ist ja jetzt auch erst ein Kapitel, also da kann man natürlich noch nicht so viel sagen. Ja, genau. Also später dann noch ein letztes Update und dann ist das Wochenende leider, wie gesagt, vorbei. Guten Morgen, es ist 7:13 Uhr, Montagmorgen. Ja, ich bin jetzt schon wach. Das ist nicht so oft, nicht so häufig. Sehe auch total müde aus, ich weiß. Ich habe nicht so besonders gut geschlafen. Trotzdem bin ich jetzt stolz, dass ich so früh auf bin, weil jetzt werde ich die Zeit nutzen, um langsam auch noch ein bisschen wacher zu werden. Vielleicht werde ich sogar ein kleines Workout noch machen. Und dann so gegen 8 rum anfangen zu arbeiten. Ich habe euch gestern Abend jetzt gar kein finales Update gegeben, deswegen kommt das jetzt noch. Damit werde ich dann den Vlog auch beenden. Ich habe gestern in There's Someone Inside Your House noch bis. Jetzt seht ihr es gar nicht. Moment, ich muss das Lesezeichen ein bisschen rausholen. Hier, soweit gelesen. Also ich habe jetzt noch circa 40 Seiten vor mir. Die hätte ich zwar gestern noch ganz gerne ausgelesen, aber es war dann halt auch schon, ja, kurz vor 12. Und dann bin ich immer noch ganz lange nicht eingeschlafen. Ich muss es mir mal angewöhnen, am Wochenende dann nicht plötzlich wieder zu lange wach zu bleiben und dann zu lange zu schlafen, sodass halt ich montags nicht wieder so große Probleme habe. Aber naja. Ein Schluck Kaffee mit Mandelmilch für die Lebensgeister. Ja, und ich lese jetzt noch ein bisschen und werde langsam wach und dann mal gucken. Vielleicht mache ich wirklich noch ein Workout. Wenn nicht, mache ich das in der Mittagspause. Das muss ich heute machen, weil irgendwie gestern der Spaziergang hat nicht so, ja, war nicht so ausreichend. Vielleicht mache ich aber auch heute Abend was. Ich bin auch unentschlossen, wie ihr merkt. Naja, genau, in den anderen 2 Büchern habe ich jetzt nicht weitergelesen oder weitergehört. Also da gibt es jetzt auch kein Update mehr. Ja, hat mir Spaß gemacht, euch wieder mitzunehmen bei meinem Wochenende zu Hause. Viel war ja mal wieder nicht los, aber so ist es halt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns im nächsten Video dann auch wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.